Ein Viertel der neuen NBA Regular Season ist schon wieder um. Wie schnell ist die Zeit bitte schon wieder vergangen? Gefühlt war gestern erst Opening Night, nun stehen schon bald die Christmas Games vor der Tür. Es wird daher heute mal wieder Zeit für ein neues Update in Sachen MVP-Rennen, ein Race, und so viel kann ich mal vorwegnehmen, bei dem es sich bisher noch nicht klar abgezeichnet hat, wer der Gewinner sein wird oder dass es ein krasser 2- oder 3-Kampf sein wird, so wie in den letzten Jahren. Stattdessen gibt's eine ganze Reihe von Kandidaten, die alle hervorragende Saisons spielen und aktuell noch im Rennen sind, und um diese Spieler soll es heute mal gehen. Davor vielleicht noch ein kleiner Blick auf das offizielle Rennen auf NBA.com. Laut Kia MVP Ladder führt Nikola Jokic diese ganze Geschichte an, übrigens mein Tipp von vor der Saison. Hinter ihm landen Joel Embiid, dicht gefolgt von Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander und Giannis Antetokounmpo. Starten wir doch mal, ohne groß weiter um den heißen Brei herumzureden, mit meinen Honorable Mentions, also den Spielern, die es nicht in meine Top 5 reingeschafft haben. Das geht mit Tyrese Haliburton los, welcher eine großartige Saison spielt und individuell auf jeden Fall in den Top 5 kommen könnte, aber dessen Team lange nicht genug Erfolg mitbringt. Auch nicht drin sind Kevin Durant und Devin Booker von den Phoenix Suns. Bei Booker habe ich schon eher überlegt, aber beide haben nicht genug Spiele gemacht und Phoenix ist nicht so gut wie andere Teams. Auch Luka ist nicht in meiner Top 5, Dallas ist wieder deutlich abgekühlt nach dem klasse Saisonstart und hat mittlerweile nur noch ein plus 0,1 an Netrating, Lukas Stats sind runter und sehen nicht mehr so komplett geisteskrank wie nach 2-3 NBA-Wochen aus, das hat sich alles wieder einigermaßen eingepegelt. Kommen wir also zu meinem 5. Platz, und das ist jemand, den ich eigentlich nicht in meiner Top 5 erwartet hatte, nach diesem schwachen Saisonstart. Die Bucks sind überhaupt nicht gut reingekommen, das Dame-Giannis-Two-Man-Game ließ eine Menge zu wünschen übrig, ihre Team-Defense war eine absolute Katastrophe, es war nicht schön anzuschauen in den ersten 2-3 Saisonwochen. Seitdem läuft's aber immer besser, die Bucks kommen mehr und mehr ans Rollen, 8 Siege aus den letzten 10 Spielen und Giannis ist der Katalysator dieses Erfolgs. 30 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists pro Abend und das bei einer fantastischen Effizienz. Ein 119er All-Rating steht zu Buche, 64% to Shooting, so hoch wie seit seiner ersten MVP-Saison 2019 nicht mehr. Er trifft atemberaubend gut direkt am Korb, irre 83% bisher, Giannis ist und bleibt einer der besten Rim-Attacker, wenn nicht sogar der beste Rim-Attacker der gesamten NBA. Nun, ich würde nicht sagen, dass er den besten Basketball seiner Karriere spielt, ansonsten wäre er auch weiter oben hier natürlich, aber seine Leistungen sind der Hauptgrund, dass die Bucks einigermaßen auf Kurs bleiben. Denn ich bin nicht der allergrößte Fan ihres Kaders und Coachings bisher, diese Truppe sieht überhaupt nicht so aus, als ob man wirklich Meister werden kann, dank Giannis setzt man allerdings den Saisonstart nicht komplett in den Sand. Er ist die einzige Konstante im Team, liefert ab, selbst wenn es ein Damian Lillard oder Chris Middleton nicht tun, auf die in Griechen kann man sich einfach verlassen und das macht für mich einen MVP aus. Seine Defense ist ebenfalls zu einem riesigen Teil mitverantwortlich, dass Milwaukee nicht die schlechteste D der gesamten NBA hat. Denn vom Perimeter-Personal und Coaching kommt bisher überhaupt nichts Positives an diesem Ende, ohne Lopez und ganz speziell Giannis würde diese Verteidigung komplett auseinanderbrechen. Also, Giannis MVP-Case ist in den letzten Wochen stärker geworden und wird dieses Team weiter gewinnen, rollen die Bucks weiter, dann wird das seinen Chancen nur weiter guttun. Es muss allerdings noch einiges passieren, damit ich dem Greek Freak eine ernsthafte Chance gebe, ich habe nämlich noch 4 Kandidaten vor ihm. Der erste von ihnen, mein 4. Platz im 2023er-24er MVP-Race, ist aktuell Jason Tatum, der beste Spieler beim besten Team der Liga. Die Boston Celtics haben nicht nur die beste Bilanz, sondern auch das beste Netrating aller Teams, stehen aktuell bei 5 Siegen und 4 Niederlagen mit 8 Siegen aus den letzten 10 Games. Sie haben außerdem ein plus 9,5er Netrating, das beste der Liga, anders formuliert, kein Team spielt bisher besseren und erfolgreicheren Basketball als Boston. Jason Tatum legt als erste Option den Anführer dieses Teams bisher durchschnittlich 27 Punkte, 9 Rebounds und 4 Assists pro Abend auf und das bei einer richtig tollen Effizienz. Ein 116er Offensivrating, seine 63% Shooting sind mit Abstand Career High, Tatum trifft außerdem 36% von Downtown. Niemals traf er so effizient direkt am Korb und aus der kurzen Midrange, nie traf er außerdem auch nur annähernd so gut aus der mittleren bzw. langen Midrange, der Mann ist absolut on fire zum Beginn der Saison. Das Spiel scheint nochmal langsamer für ihn geworden zu sein, seine Entscheidungsfindung und Shot Selection nochmal besser. Tatums Aktionen sind zielstrebiger, er setzt seinen Körper besser ein, hat bessere Handles, kommt besser an seine Spots, ist generell auf einem anderen Level, wenn es ums Lesen und Manipulieren einer Defense geht. Und er liefert ab, wenn es wirklich darauf ankommt, er übernimmt knappe Games, steigert sein Level in den 4. Vierteln und der Crunch-Time und das mögen Voter besonders.
Nun, seine individuellen Stats sind nicht so gut wie die der drei Spieler vor ihm. Auf einer reinen individuellen Ebene haben drei Spieler in dieser Saison besseren Basketball gespielt als der Celtics Wing. Einer von ihnen ist Joel Hans Embiid, der MVP aus dem letzten Jahr, aktuell auf meinem dritten Platz im Ranking. Nach dem James Harden Trade war die generelle Erwartungshaltung für die Sixers Saison nicht so hoch und nach Embiids lang ersehnten Gewinn letztes Jahr rechneten die wenigsten damit, dass er diesen Award back-to-back gewinnen würde. Nun, die Sixers übertreffen in dieser frühen Phase des Jahres alle Erwartungen und Joel Embiid spielt den besten Ball seiner Karriere. 32 Punkte pro Abend, 11 Rebounds und ein Career-High 7 Assists, ein ebenfalls karrierebestes 126er Offensivrating und 62% Shooting. Die gerade einmal 32% von Downtown drücken sein True-Shooting etwas nach unten, aber abgesehen davon spielt Embiid wie von einem anderen Planeten. Er wird ganz anders eingesetzt als in der Vergangenheit in der neuen Offensive der Sixers, wie Lorenzo und ich vor zwei Wochen in einer detaillierten Folge des Double Step Back Podcasts runtergebrochen haben. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, checkt das Ganze gerne mal noch aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Letzte Woche ging es um Two-Big-Lineups in der modernen NBA und ob sie funktionieren oder nicht, anhand von aktuellen Beispielen aus dieser Saison und aus den Playoffs der letzten 5 Jahre, und in dieser Woche werden wir eine extra Folge nur zum Play-In-Tournament aufnehmen. Immer Donnerstagmorgen um 6 bei euch im Podcatcher. Aber zurück zu Embiid, welcher weniger im Post eingesetzt wird als noch in der Vergangenheit und weniger als klassischer Pick-and-Roll-Big wie an der Seite von Harden, stattdessen mehr im Flow der Offensive, in Handoffs mit Maxi oder den anderen Sixers-Spielern als Playmaker vom Flügel aus. Nie averagte er mehr Assists pro Abend. Nick Nurse hat die perfekte Rolle für ihn in der neuen Offensive der Sixers gefunden. Embiid blüht ohne James Harden an seiner Seite und Doc Rivers als Coach aber mal so richtig auf. Er spielt in diesem Jahr außerdem die beste Regular Season Defense, die ich persönlich seit sehr, sehr langer Zeit von ihm gesehen habe. Nun, die Sixers haben zwar das drittbeste Net-Rating, sind allerdings nur Vierter im Osten. Ich konnte da nicht wirklich höher gehen hier mit Embiid. Individuell sollte man ihn allerdings auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben und spielt er so weiter, würde ich nicht ausschließen, dass er wirklich zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Most Valuable Player gewählt werden könnte. Was uns zu meinem zweiten Platz bringt, und das ist ein weiterer Center, der in meinen Augen beste Spieler auf dem Planeten Erde, Nikola Jokic, mein Tipp von vor der Saison. Man kann durchaus den Case machen, dass Jokic auch in diesem Jahr wieder der Beste ist und keiner bisher eine bessere Saison gespielt hat, allerdings sind die Nuggets mit ihrem sechstbesten Netrating der NBA nicht ganz so elitär wie noch in den letzten Jahren. An Nikola Jokic liegt das allerdings nicht, beziehungsweise anders formuliert, es liegt nur an ihm, dass man trotz des dünnen Kaders und des Ausfalls von Coaster Jamal Murray auf Kurs bleibt bisher. 29 Punkte pro Abend, 13 Rebounds, 9 Assists, die verrücktesten Stats aller MVP-Kandidaten, ein 131er All-Rating, 63% Shooting, der Joker ist gerade dabei, eine weitere All-Time-Great-Saison am offensiven Ende zu spielen. Denver ist irre 21 Punkte besser mit ihm als ohne, er zieht alle Fäden, trifft bis auf den Dreier alles hocheffizient, der beste Spieler der Welt spielt wie der beste Spieler der Welt und es würde mich nicht wundern, wenn er sich diesen Award ein drittes Mal schnappen kann. Mein bisheriger erster Pick ist allerdings jemand anderes, und zwar Shavonte Gilgeous-Alexander. Der beste Spieler beim statistisch zweitbesten Team bisher, nur Boston hat ein besseres Net-Rating bisher als Oklahoma City. 30, 6, 6, dazu 2,5 Steals pro Abend, elitär an beiden Enden des Parketts, ebenso wie sein Team. Ein irres 129er Offensivrating, 64% Shooting, ein 12,5er On-Off und gerade mal eine Turnoverquote von 8,5%, das sind noch weniger als dies von Halliburton. Kein Lead Guard spielt bisher eine bessere Saison und Chase mit überwältigendem Anteil der Hauptgrund, dass OKC bisher alle Erwartungen übertrifft und auf Platz 2 in der Western Conference steht. Ich persönlich denke leider nicht, dass er gewinnt am Ende, dafür spielt er noch nicht lange genug auf diesem Level und Spieler, die nicht universell als Top-10-Spieler anerkannt sind, gewinnen den MVP-Award quasi nicht. Shay sieht bisher allerdings eher wie ein Top-5-Spieler aus und ist in meinen Augen hart unterbewertet, ohne ihn wäre dieses OKC-Team wahrscheinlich auf einem der letzteren Plätze, bei allem Respekt vor seinen Kollegen. Also, wer Jokic, Embiid, Giannis oder Tatum vorne hat, ich würde nicht widersprechen, dafür ist es dieses Jahr einfach zu knapp. Ich kann hier mit mehreren Spielern leben zum aktuellen Zeitpunkt, aber SGA ist bisher einfach mein Favorit. Er entwickelt sich langsam aber sicher zu einem der absolut besten Spieler der Welt und meine Platz 13 Bewertung zu ihm von vor der Saison sieht aktuell richtig schlecht aus. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Ranking haltet und wer euer bisheriger Favorit ist. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.